So, grüß euch, wir sind's wieder, heute mit einem Video zu unserer Bugatti Basics Serie. Ihr wisst ja, wir haben Helme, wir haben Jacken, wir haben Plattenträger, wir haben Taschen für die Plattenträger, wir haben Hosen, was haben wir noch nicht? Schuhe, das ändern wir jetzt und nehme ich eben auch dieses Schuhinsortiment auf. Haben wir lange danach gesucht, wir haben verschiedene ausprobiert, das heißt, wir haben uns die Muster kommen lassen. Und sind damit einfach mal losgezogen, waren damit sowohl in der Stadt unterwegs als auch im Gelände. Und nach langem Ausprobieren sind wir dann bei diesem Schuh hängen geblieben. Das ist ein halbhoher Geländeschuh, rollt sehr leicht ab. Das heißt, hat eine sehr weiche, aber doch sehr grobe Sohle. Ist vom Gewicht auch relativ leicht, also definitiv leichter als meine Werkschuhe. Ist ein 3-Jahres-Zeiten-Schuh, das heißt für Frühling, Sommer und Herbst. Und unsere Vorgabe war einfach ein robuster, wirklich alltagstauglicher Stiefel, den man wirklich auch mal lange Zeit am Stück tragen kann und von dem man auch länger was hat. Das Ganze ist natürlich immer ein Krux, ein günstiger Schuh, der richtig gut ist. Man muss Abstriche machen. Wo haben wir die Abstriche gemacht? Wir haben uns entschieden, keine Membran zu verwenden. Der Hintergrund ist ganz einfach, würden wir Membranen reinpacken, weil das wäre wahrscheinlich das Erste, was jetzt jeder von euch denkt. Ja, Schuhe, Bergschuhe mit Membran kriegt man bei jedem Discounter. Punkt ist der, die Schuhe sind dann auch immer garantiert wasserdicht, aber sie sind leider Gottes in beide Richtungen wasserdicht. Das heißt, ihr schwimmt quasi in den Schuhen, der Schweiß geht nicht raus. Deswegen haben wir gesagt, nee, möchten wir nicht. Wenn ihr diese Schuhe kauft, ihr werdet damit aktiv unterwegs sein, ihr werdet auch bei heißem Wetter unterwegs sein. Deswegen haben wir auf Atmungsaktivität geachtet. Es sind hier Belüftungsbereiche. Hier sind die Seiten der Schuhe aus Cordura, versteiften Cordura. Und hier oben habt ihr Netzgewebe, wie ihr es von Plattenträgern kennt. Und die ganze Zunge ist ebenfalls atmungsaktiv. Das soll einfach gewährleisten, dass ihr ein vernünftiges Kleinklima im Schuh habt und dass der Schuh, wenn er wirklich mal nass wird, und das ist eben auch das Problem bei billigen Membranschuhen, dann auch relativ schnell wieder trocknet. Weil es bringt euch nichts, wenn euch der Schuh 2 Stunden trocken hält. Dann klatscht ihr wirklich ins Wasser und die nächsten 12 Stunden habt ihr einen nassen Schuh. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, das, was wir da reinstecken müssten, um wirklich den Schuh mit einer vernünftigen Membrane zu haben, das hätte absolut den Rahmen dessen, was wir in der Bugatti Basics Serie machen wollen, gesprengt. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen das jetzt ohne Membrane. Dafür ein paar andere nette Features. Ein Feature ist, ihr habt hier eine Klammer. Das habt ihr vorhin im Intro schon gesehen. Die dient einfach dazu, den Schuh schnell zu schließen, ohne dass dann noch Bändel irgendwo rumfliegen. Die Bändel können hier hinten in der Tasche verstaut werden und dann sind die weg. Oder ihr könnt es natürlich ganz klassisch von Hand schnüren, wie ihr möchtet. Und der ganze Schuh ist metallfrei, somit nicht magnetisch. Und trotzdem mit Schnellschnürösen ausgestattet. Und zwar ist es so, seht ihr es hier auch wirklich, ein kurzer Zug und das Ding ist dicht. Wir haben hier Gurtband, aber nicht einfach nur Gurtband, denn das würde durchscheuern mit der Zeit. Im Gurtband, das kann man jetzt ganz schlecht zeigen, weil das ist wirklich sehr dicht vernäht, befinden sich Kunststoffösen, also sprich Tunnel. Die nehmen die ganze Reibung auf, die werden natürlich auch nicht komprimiert, wenn man zieht, das heißt dadurch kann man den Stiefel wunderbar schnüren und kommt ohne Metall aus. Das macht den ganzen Schuh natürlich auch wieder einen Ticken leichter und somit könnt ihr einfach länger damit unterwegs sein. Ja, das war unsere kurze Vorstellung. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie natürlich. Wir helfen euch gerne weiter. Ihr findet in der Artikelbeschreibung dann auch Infos zu den Größen. Möchte hier vielleicht auch noch mal dazu sagen, wir haben die Schuhe für uns sehr extra machen lassen. Das heißt, diese Schuhe fallen europäisch aus. Ich habe nochmals Größe 8 bis 8,5. Ich habe einen 8er Stiefel an und der passt perfekt. Das heißt, was man üblicherweise macht, dass man sagt, naja, es ist ein kostengünstiger Stiefel, kommt aus Asien, nehme ich lieber 2 Nummern größer oder so. Vergesst's, müsst ihr nicht. Die Schuhe fallen komplett aus wie ein ganz normaler europäischer Schuh, da haben wir drauf geachtet. Das heißt, wenn ihr wisst, ich habe Schuhgröße 8 bei meinen anderen taktischen Stiefeln, könnt ihr hier auch die Schuhgröße 8 nehmen. Da seid ihr gut bedient. Jo. Ansonsten wünsche ich euch Hals- und Beinbruch, viel Spaß im Gelände und wir sehen uns wieder.